Also eins muss man Sonic Unleashed ja lassen, die Musik war sehr vielfältig. Und wenn man gegen Menschen läuft, bleibt man einfach stehen. Man ist ja auch in der Realität so. Wenn ein Igel in euch reinrennt, der sich schneller bewegt als der Schall, ihr bemerkt das nicht. Wow, das war nicht mal geplant. Was ich auch immer ein bisschen seltsam fand. Entweder manchmal bekommt man einfach die roten Ringe durch Glück und manchmal fragt man sich, wie soll man da hinkommen. Da man sie sehen kann, aber einem nicht klar wird, welchen Pfad man dafür nehmen muss. Und für den gerade war ich jetzt einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da wäre ich fast runtergefallen. Wow, das war gerade auch nur Glück. Wow. Auch eine Möglichkeit. Das Ding vielleicht bitte nicht meine Hoffnung. Danke. Was? Achso, da war schon. Das hier finde ich auch nicht unbedingt gut. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ich glaube zwei kommen noch. Ja, Empire City. Ja, Empire City und Jungle Joyride kommen noch. Empire City ist in der Wii-Version übrigens gar nicht drin. Matsuri ist nur auf den Bosskampf reduziert. Ich glaube, das war dieses Afrika-Setting. Was ich irgendwie schade finde, aber
Ja, ja. Was für, war das? Und ich find's etwas problematisch, sich während des Boosts noch zu kontrollieren, daher lasse ich das vielleicht eher. Was zur Hölle? Das habt ihr gesehen, oder? Was ist da gerade passiert und warum ist es passiert? Das finde ich auch ziemlich cool. Auf dem Highway läuft ihnen ein blauer Igel entgegen. Das hier finde ich auch interessant, wie sie den Zielring einfach um das Ding kreisen lassen. D-Rang, ja, das Ding war ein bisschen... 8 Minuten ist meine Bestzeit. Mal gucken, ob ich das dieses Mal besser hinbekomme. Das lasse ich nicht gelten. Ha!
Wow. So, ich hoffe, das zählt jetzt mal als, ich bin noch nicht gestorben. Wobei es mich, glaube ich, trotzdem mein Leben gekostet hat. Das passiert gerade nicht wirklich, oder? So, jetzt nehme ich einfach mal den anderen Pfad. Wenigstens war mal hier ein Checkpoint. Das Problem ist, dass hier auch sehr viel mit Wasser gearbeitet wird. Wow. Schöne Loop. So, und jetzt laufen wir nämlich die ganze Zeit über Wasser und das regt mich richtig auf. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das Teil einen in Sonic Unleashed verfolgt hat. Insbesondere nicht, dass es Kettensägen hatte. Und ich habe gerade 14 Frames pro Sekunde. Und das ist auch ein Problem. Also ich finde, das Handling auf dem Wasser ist ziemlich eklig. Vor allem, wenn man... Kann sich die Framerate vielleicht langsam mal normalisieren? Ich versuch mal was. Bin ich so auch schnell genug? Nein, bin ich nicht. Ich muss, glaube ich, zumindest mal geboostet haben, damit ich auf dem Tempo bin. Nee, ich glaube, ich kann nicht auf dem Wasser laufen, wenn ich nicht booste. Das hilft natürlich nicht. Thank you.
Ach ja, die Dinger. Also ohne Aufnahme hatte ich keine Probleme mit der Framerate, muss ich dazu sagen. Warte. Nein. Aber immerhin habe ich 50 Leben, also... Wenigstens war dann Sternpfosten. Also Jungle Joyride ist nicht unbedingt ein passender Name, finde ich. Ich bin dafür, dass die Stage umbenannt wird. Unterstützt meine Petition auf change.org, bitte. Wow, das hat funktioniert. Gott, war das doof. Vielleicht bitte? Also es hat einen Grund, dass ich eine Bestzeit von 8 Minuten in dieser Stage habe, aber sie ist auch etwas lang, finde ich. Ich habe immer noch 15 FPS. Das hier ist auch so eine Geschichte für sich. Das hatte ich beim ersten Mal auch versaut, weil ich nicht gewohnt war zu warten. Wobei ich es in Sonic Unleashed schon gewohnt war, aber in Sonic Generations ist es, glaube ich, fast nie nötig und auch nie wirklich lange. Und selbst wenn, verliert man da meistens kein Leben. Wow, das hat mir nicht geschadet. Ja, ist gut, hab ich kein Problem damit. Und da ist mir das Spiel am Ende doch noch abgestürzt, aber das war's auch schon mit dem Unleashed Project. Wenn ihr die Mod selber spielen wollt, ich pack den Link in die Beschreibung, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.